So, hallo, wir machen weiter bei Things. Und ja, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo ich den Controller nutzen muss. Der PS3-Controller ist jetzt angeschlossen. Und ich dachte, ich gehe einfach kurz nochmal in die Welt hier, um den zu testen. Aber das sieht doch soweit ganz gut aus. So, aber jetzt gucken wir mal, wie das mit so Tricks ist. Wie war das? Was musste ich hier tun? Das nicht. Wait, what? Ach so, ich musste drüber. Nee, hä? Doch, klar, ich muss einfach mit dem drüber. Ja, freilich. Oh Gott. Oh Gott, das Steuer. Das Steuern wird wirklich interessant. Also ich hoffe, dass es nicht allzu viele Levels sind mit Controller. Eieiei. Eieiei. Das wird sehr interessant. Aber wir werden sehen. Ne? Hallo? Okay. Oh Gott, das wird. Oh. Das wird kritisch. Das wird kritisch. Okay. Gut, wenn ich den jetzt schon angeschlossen habe, kann man nochmal gucken, ob jetzt dieses Level anders spielbar ist. Also es wird halt nach wie vor gibt es noch dieses Problem, dass man. Ja. Ey, ich wollte nicht so hoch. Ich meine, das haben wir zum Glück ja schon gesperrt. So. Oh Gott. Ah, das wird jetzt auch mit Controller nicht angenehm. Nee, das wird auch mit Controller nicht angenehmer. Okay. Gehen wir da gleich wieder raus. So, dann hätten wir das hier. Was war da? Ach ja. Problem ist auch, mit dem Controller werde ich nicht. Ah, wobei, vielleicht doch. Save-staten können, wollte ich gerade sagen. Vielleicht kann ich das ja doch einstellen. Dafür muss ich. Was muss ich denn jetzt einstellen? Dafür muss ich. Hier? Nee. Da? Achso, da muss ich das umstellen, ne? Ja, gut. Dann könnten wir. Das hier als Save nehmen. Nehmen und das hier als Load. Okay, funktioniert das? Save, Load. Ah, theoretisch ja. Gott, wie ging das denn? Da muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Das ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Aber damals habe ich es noch mit Tastatur gemacht. Ja, man konnte doch irgendwie, wieso, wieso. Ich verstehe nicht, wieso das sich wieder auflöst. Was drücke ich denn da falsch? Ja, irgendwie so. Oh Gott. Vielleicht sollte ich eher den. Ich sollte die umstellen. Ich habe nämlich gerade das Gefühl, ich werde versehentlich ab und zu auf den Save-Knopf kommen. Und dann wäre es besser, ich mache die andersrum. Nein, den will ich hier haben und den will ich.
hier haben. So. Okay. Aber es wird jetzt auch mit, also das wäre jetzt ja auch mit dem Nintendo-Ding nichts anderes. Ne? Ob das jetzt mit PlayStation-Controller ist oder mit dem Switch-Gamepad, völlig wurscht. Weil gedacht wäre es ja mit einem SNES-Controller und der ist ja jetzt genauso wie das PlayStation-Ding eigentlich. Von da, vom Aufbau her, also das wäre jetzt nicht anders. Aber ich muss den dann drücken, nachdem ich ihn gedrückt habe. Ja, genau. Ja. Wie ging das denn dann weiter? Ach ja, ich erinnere mich. Ja, aber es wird doch, es wird doch. Ja. Viel weiter, als das sind wir fast gar nicht gekommen, ne? Wir waren irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir waren. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, wo ich da zwischendurch speichern kann. Ich werde einen Weg finden, irgendwas zu speichern an irgendeiner Stelle, aber im Moment nicht. Okay, passt es? Ja, doch, 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 der ist ganz okay. Der ist, aber er ist akzeptierbar. Es ist zwar nervig, dass man sofort darunter knallt, aber... Es ist... Wie habe ich das denn gerade gemacht? Wie habe ich das denn gerade gemacht? Irgendwie so. Das sieht... Oh, das sieht... Oh, das... Nee, es ist einfach ein schlechter State. Hallo? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Wow, das ist das erste Mal, dass ich es geschafft habe, dass das NES9X abschmiert. Stark. Stark. Okay. Good to know. Zu viel Save State laden. Mag das Spiel nicht so. Ah, okay. Ich meine, verstehe ich. Okay. Dann irgendwie so und dann da unten. Das Problem... Oh Gott. Das Problem ist halt, ich darf... Ich muss ja eigentlich... Es ist ja nach wie vor der schwierige Hack. Also ich... Es ist jetzt ja nicht so, dass es Problem ist, mit dem Controller zu steuern, sondern ich muss ja auch noch gut steuern. Ich hatte doch gerade einen guten Dings wieder. Ja... Und jetzt geht er nicht nach unten. Ich habe nach unten gedrückt. Okay, wieso braucht er 3 Jahre, bis ich... Okay, jetzt geht er nach unten. Okay. Das ist echt weird. Oh Mann, wieder nix. Wieso drückt... Wieso geht er an der Stelle nicht weiter? Die reagieren einfach in dem Moment nicht, die Dinger. Nein, ich wollte laden. Ich wollte ein Safe setzen. Also, das Laden ist noch sehr ungünstig mit dem Controller.
muss ich gestehen. Aber ich habe auch keinen anderen Knopf. Also ich kann es nur auf den zwei Knöpfen machen. Ich könnte es hier noch, aber das ist auch kein... Nee, ich hab keine andere Möglichkeit zu laden. Geht nicht. Muss das... Aber es ist halt auch eine... Ich glaube, es ist einfach eine denkbar ungünstige Stelle gewesen. Was ihr halt nicht seht und was mich gerade enorm aufregt. Ich steuere an der Stelle. Ich drücke was, aber er reagiert einfach nicht. So, wenn ich an dem Ding bin, ich drücke dann was. Ich drücke dann runter und... Aber irgendwie reagiert er einfach nicht. Oh. Ich weiß wieso. Oh, ich weiß wieso. Ihr seht es gerade nicht, aber ich drücke gerade nach links und nach unten. Ich darf nicht zwei Tasten gleichzeitig. Ja, das ist schlecht. Oh, dann kann ich nicht mehr stoppen. Okay, sobald zwei Tasten, kann ich das verändern? Kann ich, dass ich zwei Tasten gleichzeitig? Geht das? Muss ich das hier dann anhaken? Nee. Hä, ist das vom Controller irgendeine Sperre? Weil das war doch... Ich stelle jetzt mal ganz kurz auf meine Pfeiltasten wieder um. Oh nee, jetzt muss ich das neu eingeben. Oh, das ist das dumm. Ich muss das jetzt neu eingeben, ne? Ja. Okay, wir machen mal nur kurz die ich brauche. Up, Left und Sprung theoretisch. So. Mit Pfeiltasten ging das doch, oder? Ja, mit Pfeiltasten kann ich nach oben und nach unten. Hä, das verstehe ich nicht. Der Controller blockiert, wenn ich zwei Pfeiltasten gleichzeitig drücke. Ich das denn weg? Ah, da pausiere ich erstmal kurz. Das muss ich jetzt erstmal mir anschauen. Das werde ich jetzt nicht in der Aufnahme schaffen. Da muss ich jetzt erstmal kurz hier unterbrechen. Weil das ist jetzt keine Einstellung hier, ne? Das hat jetzt mit SNES 9X hat es nichts zu tun. Das ist das im Controller selbst scheinbar. Ja, ich kann nämlich nicht. Genau, jetzt mache ich es wieder. Ich drücke gerade nach links und nach oben. Und es geht einfach nicht. Das ist natürlich ganz schlecht. Also ich muss ja diagonal steuern können. Ich muss ja diagonal steuern können. So, was ist das denn? Warte mal, ich könnte mal Folgendes probieren. Wenn ich den hier als abnehme. Left, down, right. So, geht das jetzt? Ah, das geht. Da kann ich nach oben und... Okay, ich habe es jetzt auf den Stick gelegt, am Controller. Jetzt sind die Pfeiltasten sozusagen nicht mehr benutzt. Okay, das könnte funktionieren. Mal gucken, ob ich damit auch gut steuern kann. Ja, aber jetzt, genau, jetzt komme ich nämlich... Okay, das war wirklich das Problem, dass ich da nach unten gedrückt habe und dann aber ja gleichzeitig nach rechts wollte und es ging nicht. Deswegen hat er blockiert und das hat mich enorm aufgeregt. Weil, das ist ja genau dieses Ding, dass wenn ich nicht weiß, warum etwas nicht funktioniert, dann kriege ich da so eine Krise. Ja, und jetzt kann ich es... Okay, alles klar. Gut, jetzt muss ich mich nur daran gewöhnen, dass ich mit diesem Control-Ding da steuere und nicht mehr mit den Pfeiltasten. Das ist jetzt nochmal ein bisschen an einer anderen Stelle, gefühlstechnisch. Oh! Ich glaube, deswegen hat das auch mit den Shells in dem anderen Level nicht so gut funktioniert. Da konnte ich ja auch noch nicht so drücken. Okay.
Ja, das erklärt jetzt, warum ich da immer die ganze Zeit runtergerutscht bin. Okay, da muss ich jetzt aber noch irgendwie einen Weg finden, schneller mich zu einem Ballon zu verwandeln. Oh, aber ich hab das gesehen. Ich kann sehr gut Safe States jetzt auf die Art und Weise setzen. Ich muss nur mich koordinieren. Es sieht furchtbar noobig aus, aber bedenkt bitte gerade, dass ich mit dem Gamepad spiele und es ist einfach, es ist um 3 Millionen Mal schwieriger, das zu koordinieren. Gefühlt. Irgendwie so. Und dann da schnell loslassen wieder. Irgendwie so. Ach ja, das war schon mal ganz gut. Den Anfang. Ah, nee. Ich drücke immer die falsche Taste. Ja, und dann da hochspringen. Ich glaube, dann kommt die Stelle, wo wir stehen geblieben sind, ne? Irgendwo da. Ja, da muss ich schneller hochspringen. Oh, das zu koordinieren wird so schwierig. Puh. Ich hoffe, die anderen Controller-Level sind ein bisschen angenehmer. Oh, das ist echt schwer, das richtig zu koordinieren. Scheiße. Also da nützt mir, wie gesagt, selbst die Saves jetzt nichts. Weil ich die falschen Tasten immer drücke. Jetzt habe ich wieder die falsche Taste. Nein! Wieso geht... In dem Moment, wo ich die Shell kaputt mache, muss ich mich wieder in den Ballon verwandeln. Und bestenfalls dann den Dings setzen. Wieso ging das denn? Aber wieso reagiert der denn nicht? Ich drück doch. Denke ich. Nein, ich wollte ich würde speichern. Okay. So, jetzt muss ich es nur schaffen. Das ist jetzt nichts wird, ist mir schon klar, ne? Aber jetzt muss ich es nämlich nur schaffen, abzuspringen und mich in den Ballon zu verwandeln. Also im Moment, wo ich lade, fliege ich hier hoch. So. Ich muss an das Netz. Kann ich das einfach nach oben drücken? Nein, dafür muss ich aus dem Ballon raus. Okay. Also wird es nicht reichen, ne? Es reicht einfach so. Sick. Ich muss gar nicht hochspringen. Es reicht einfach so. Lol. Ah, Moment, aber die andere ist weg, ne? Ich glaube, das hängt mit der anderen auch noch zusammen. Oder? Weil da muss ich ja irgendwie... Was muss ich denn da? Ich muss vor der da hinkommen. Ach nee. Ich bin dumm. Ich lass hier los. Ja, so muss ich das machen. Richtig. Ah, dann ist die schon da. Nee, ich glaube, ich mache das noch nicht so richtig. Kann ich nur mal was probieren? Oh, ja.
Noch bin ich ja in dem Dings-Modus, ne? Genau. Ich will mal was probieren. Yes! Oh, danke, dass das funktioniert. Oh. Gut, ich meine, es ist uns klar, was ich hätte tun sollen, aber ich versuche gerade zu tricksen, wo es nur geht. Es ist mit Controller, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, mit dem Ding zu spielen. Ich muss kurz was trinken. Lass mich bitte kurz was trinken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass das funktioniert hat gerade. Oh. Es ist so schön, wenn ein Plan funktioniert. Okay. So. Gut, das Problem ist, es geht halt jetzt noch weiter. Okay. Geh hier. Das Gute ist aber, ich bin immer noch, und das wäre ich normalerweise. Ich save hier mal kurz. Ich bin nämlich immer noch in dem Drehmodus. Und das ist eigentlich ja nicht hier gedacht. Also vielleicht. Ach nee, bin ich nicht. Okay, egal, never mind. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. So. Ah, ich muss hier hochlaufen, oder was? Da klappt ja super. Ah, dann läuft. Dann gehe ich da so runter. Okay. Mist. Nein, das war zu bald. Ah, am Anfang muss ich gar nicht. Deswegen ist da auch erst da eine grüne Münze. Also ergibt schon wieder alles Sinn. Ich sollte wirklich nur dann drücken, wenn es bei einer grünen Münze kommt. Muss ja gar nicht selber denken. Das Spiel denkt ja für mich. Das ist schon praktisch. Gott, ey. Es wäre halt jetzt, ne, um sich jetzt mit dem Controller einzuspielen, wäre es eigentlich schlau, erstmal eine Runde normales SMB zu spielen. So einfach, um überhaupt in die Controller-Geschichte reinzukommen. So, das ist das Ding. Ne? Also, ja. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, also er läuft da einfach durch. Dann kann ich an der Stelle nämlich einen Save State setzen. Weil dann kann ich an der Stelle nichts falsch machen. Das war, was ich vorhin auch machen wollte. Da habe ich aber dann den Ballon ausgelöst, anstatt den Save State zu laden. Ja, das ist nämlich ganz gut so. Okay, jetzt kommt hier die Shell. Die will da oben hin. Die Shell will irgendwie da oben hin. Ich weiß noch nicht ganz, wie die da hin will. Ach, ich bin blöd. Ja, natürlich weiß ich, wie die da hin will. Okay, ja, und dann gehe ich da durch. Alles klar. No! So, jetzt habe ich einen extremst entspannten Start. Der gerade war nämlich wieder ziemlich hektisch.
So. Die will ich auch weghaben. Kriege ich die noch mal weg? Nee. So, damit mache ich das auf. Nein. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden, wie ich es machen soll. Ja, ich denke, ich habe es verstanden. Gibt Schlimmeres? Nein, ich will immer. Ah, ich verwechsel mal Laden und Speichern. Genau. Nein, ich will. Wieder. Okay. Egal, ob ich es nach links oder nach rechts lege, ich werde Laden und Speichern ständig verwechseln. Es tut mir leid. Es wird nervig, ich weiß. Es tut mir leid. Und dann da hoch. Und dann wissen wir noch nicht. Aber wofür ist jetzt überhaupt der Switch? Also, was löst er denn aus? Außer die Münze da drüben. Ach so, der stoppt mich. Ja, okay, der stoppt mich und das Wasser stoppt mich auch. Ja, verstanden. Das war schlecht. Das war auch schlecht. Nein. Ah, ich muss vorher, okay. Nein, das war gut. Das war nicht so gut, aber es reicht. Es reicht einfach. Da ist das Ziel. Halleluja. Okay, was hindert mich jetzt eigentlich daran, da einfach durchzuschweben? Kommen die irgendwie nicht mehr hoch? Kommen die Dinge irgendwie nicht mehr hoch oder was ist das Problem? Also, was ist jetzt das Problem? Kommen die nicht mehr hoch dann? Also ich sehe das Problem noch nicht. Ich meine, wahrscheinlich geht es schneller so, aber man wird es wahrscheinlich auch anders schaffen. Ja, aber es geht auch so, okay. Ich glaube, das ist jetzt mehr so stylisch, nicht, dass man es machen müsste. Ich wollte nochmal den Ding... Nein, ich muss den Ballon holen. Den Mond meine ich. Ja, aber ich werde nicht... Hä? Ich kann mich an der Stelle nicht mehr verwandeln. Hä?
So, jetzt warten wir hier mal kurz. Was soll ich jetzt tun? Weil ich wandel mich zurück. Kann ich da drüber oder so? Aber dann geht's doch auch. Hä? Jetzt! Wieso vorher nicht? Das war ja interessant. Okay. Gut. Oh mein Gott, wir haben dieses Level geschafft. Puh. Yo, okay. Gut. Dann sind auf jeden Fall die zwei hier jetzt noch zu erledigen. Mhm. So. Okay, also wenn ich L und R drücke, ist es egal, ne? Dann mache ich dieses, dann halte ich so an. Ja. Wir wissen ja schon, was ich tun soll, ne? Also das habe ich jetzt ja schon falsch gemacht, aber... Okay, mal gucken. Nicht das! War die falsche Taste, wieder mal. Ich muss das erst da drüben drücken. Aber wieso schaffe ich denn jetzt, wieso reicht denn jetzt das Tempo nicht? Nein, ich drücke immer die... Mann! Ah. Nee. Ups. Hä? War das Zufall damals, dass ich den so leicht erwischt habe, den Sprung? Ich glaube, ich muss eher loslassen. Und da dann muss ich irgendwie über den springen. Der kommt nur einmal, ne? Ja. Okay. Boah. Wie machen das noch? Also, wie schaffen das die echten Kaizo-Spieler mit einem Gamepad das Zeug zu spielen? Ich raff das nicht. Ich finde das so krass. Jetzt konnte ich nicht rennen. Weil ich die Pfeiltasten drücke. Ich trottel. Aber ich verliere meine Geschwindigkeit. Wie kann ich... Ach so, deswegen. Dann muss ich die hier wohl verlieren. Aber so kann es ja nicht funktionieren. Ja, aber ich muss ja Spin-Jumpen. Da kommt dann den Yoshi. Nee, ist klar. Oh Gott, Leute. Was ist das hier? Wie soll ich denn gleichzeitig auf den Spin-Jump-Knopf? Wie? Das klappt doch nicht.
Also Ryuka macht das ja irgendwie so komisch mit den Fingern so vorne drauf. Das ist auch nochmal ganz interessant, wie er spielt. Wenn man sich das mal auf seinen Videos anschaut, aber das ist ja auch, also... Ja gut, er braucht aber auch L und R nicht. Ja, das kann ich mir sogar noch vorstellen, dass das funktioniert, aber er braucht L und R nicht. Ich muss irgendwie von dem Rennknopf... Warte, der hier ist auch Rennknopf, ne? Der ist auch Rennknopf. Okay, wir nehmen den. Das geht, weil dann kann ich von... Okay, wenn ich den nutze, kann ich Spin Jump machen. Warte. Ja. Okay. Mit dem geht's. Ich hab vergessen, dass der X auch Rennen macht. Dann muss ich da draufbleiben auf der Taste und dann komme ich da auf Yoshi drauf. Eieieiei. Ja, okay. Und dann futtern wir mit Yoshi die Shell. Dann passieren Dinge. Ah, okay, mit Yoshi muss ich das Viech da wegmachen. Und dann passieren Dinge. Okay. Kann ich mit Yoshi... Okay, mit Yoshi kann ich auch anhalten. Das war, was ich wissen wollte. Dann kann ich jetzt nämlich ein Save drücken. Wow! Nicht so. Okay, was mache ich da? Ach, auf den drauf. Und zwar schneller, bevor der da weg ist. Okay. Also bevor der da drauf ist. Nicht mit Spin Jump. Nicht mit Spin Jump. Dann muss ich wieder umswitchen. Dann muss ich wieder auf die andere Sprungtaste drauf. Oh Gott. Ist das schlimm. Ja, irgendwie so. Ey, imagine, ich hätte keine Safe States. Das wäre auch mit... Also, das wäre mit Controller auch unmöglich. Also, wirklich. Ich kann das nicht. Okay, und dann da oben rein. Das würde ich am Stück niemals schaffen. Niemals. Ich bin so froh, dass ich Safe States habe. Gut, dass ich sowieso damit angefangen habe wieder. So, okay, und jetzt? Ich denke, hier kann ich safe. Und hier müsste ich safe sein. Ach so, das ist ein Delfin, ich Trottel. Das ist ein Delfin, ich bin doof. Ich dachte erst, ich darf den nicht berühren, aber es ist einfach ein Delfin. So. Hier kann ich wieder safen. Zum Glück haben wir Safe States. Das am Stück niemals. Niemals. Das kriege ich nie koordiniert. Es ist ja... Also das ist jetzt wirklich mit Safe States schon wieder schwierig. Aber das liegt einfach am Controller. Also an der Tatsache, dass ich mit Controller steuern muss. Ich bin das überhaupt nicht gewöhnt. So. What now? Da kommt ein Yoshi. Ah, ich muss die abschießen. Und dann frisst er den. Okay. Das sollte ja nun nicht so schwierig sein. Komme ich jetzt von hier noch hin? Nein! Ja! Okay, safe. Zack, on. Jetzt muss ich fliegen.
Jetzt muss ich fliegen. Was zur Hölle? Okay. Das wird jetzt nochmal richtig faszinierend. Okay, das könnte actually ziemlich cool werden. Weil ich dann einfach in der Luft... Das ist cool. Ja, okay. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Okay, das ist interessant. Crazy? Das war zu bald. Jetzt nach oben. Nee, jetzt. Jetzt nach oben. What? Warum ist der nicht so schnell, weil so weit nach oben, wie er sollte? Okay, das muss ich irgendwie noch anders hinkriegen. Wahrscheinlich darf ich unten nicht stoppen, sondern muss wirklich weiterfliegen. Stopp nur bei der roten Münze und nicht zwischendurch. Okay, ergibt Sinn. Also hier ja. Ah! Aber hier muss ich richtig fliegen noch können. Okay. Da darf ich nicht aus dem Flug raus. Okay. Das war nicht, das war schlecht. Das ist die Taste, die ich nicht drücken darf. Weil ich muss weiterfliegen. Okay. Nein, das war zu bald. Ja. Das ist nicht ganz jetzt die Lücke, in die ich rein wollte. Okay, ich denke, hier ist gut. So. Genau, jetzt kann man nämlich langsamer werden. So, stopp, 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 zurück. Ja, genau, genau. Bis hier und jetzt wieder den hier. Und wieso soll ich jetzt hier stoppen? Kann ich so wohl Dings bekommen? Ich muss da hoch? Geht das so? Sehr, sehr gut. Also den muss ich noch verstehen, warum ich da jetzt einen Stopp machen muss. Geht das tatsächlich so nach oben? LOL! Das ist ja richtig sick, okay. Das ist Ziel! Sick. Huch, halt, stopp, halten, 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 gut halten, den Kollegen. Yo. Okay, dann haben wir nächstes Mal noch den Rest von Dimension Door. Ein Level bleibt jetzt noch. Ich hoffe, dass das dann auch irgendwie funktioniert. Boah, Leute, ich sag euch, mit Controller, es ist nicht viel angenehmer. Es ist nicht viel angenehmer geworden. Sheesh. Aber an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Und tschüss.